Moin, liebe Wüstenbewohner, es geht weiter mit Metro Exodus. Bereit? Jo. Nein? Dann beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. I'm ready for this shit. Meow. Vor dem Krieg war es hier schön, das Meer. Ich war 5 Glaube Jahre ich. Alt. Mama war jung. Da ist noch ein bisschen Wasser. Jetzt ist hier Wüste. Die Tiere sind zu Freaks geworden. Die Menschen sind zu Tieren geworden. Meine Leute sind zu Eigentum geworden. Nicht von alleine. Die Ölhunde sind schuld. Das Öl blieb nämlich, obwohl das Meer austrocknete. Hm. Sieht man da hinten ein paar Ölflecke. Alte Menschen sind gestorben. Nur Junge sind übrig. Und sie gehorchen jetzt ihren Meistern. Es sind die Meister. Die Urheiler sagen, sie seien jetzt Feuergötter. Und die jungen Menschen glauben es. Okay. 5 Jahre nach dem Krieg starb meine Mutter. Ich war ganz alleine. Das tut mir leid. Wirklich. So jung. Und dann schon die Eltern verlieren. So ist es räudig. Kompass zeigt in die Richtung. Oh nein, ich komme da nicht drüber. Hilfe. Ich will außen rum. Wenn ich nicht drüber komme, es geht immer einen anderen Weg. Ich weiß, wie man die Tür öffnet. Ich war schon dort. Aber wegen der Spinnen bin ich nie weit hinein. Oh nee, das sagst du mir jetzt. Siehst du den Gang? Geh hindurch. Ich folge. Ah, hier. Okay. Spinnen auch noch, ne? Der Strom ist schon lange weg. Wir müssen ihn einschalten, um das Tor zu öffnen. Der Strom. Die Tür öffnet sich erst, wenn wir den Strom einschalten. Hier vielleicht? Das sieht gut aus. Und läuft das? Ich glaube, hier unten gibt es nichts mehr Spannendes. Fahre runter. Geh dann nach links. Da ist ein schmaler Gang. Ich bleibe hier. Jemand muss den Strom bewachen. Okay. Schmaler Gang. Na dann. Wenn du Mamas Bild siehst, bring es mit. Dann werde ich dir ewig dankbar sein. Ich werde danach Ausschau halten. Der verdammt weit runter. Yeah. Sie hassen Licht. Die Viecher wieder. Die kennen wir doch noch aus Metro 2033 und Metro Last Light.
Hier, da war der kleine Gang schon nach links, aber ich dachte, ich finde hier vielleicht noch was. Nee, ist nichts. Ihr seid das. Zum Glück tun die mir nichts, aber es ist jedes Mal gruselig, wenn die irgendwie an mir herumklettern. Ja, großartig. War wieder eins. Okay, ein Bild sehe ich noch nicht, aber ein Loch. Oh. Okay, ich bin runtergefallen. Tod ist tot. La 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 la. Rennen wir erstmal die Netze hier weg. Bleibe ich immer daran hängen, das finde ich irgendwie ein bisschen unangenehm. Eine neue Notiz, ein Memo. Nur keine Panik verbreiten. Oberst Markovs Abschiedsbrief muss unter Verschluss bleiben. Ich stufe ihn als streng geheim ein. Niemand außer uns dreien darf von seinen letzten Befehlen wissen. Diese sind ohnehin null und nichtig, da Oberst Markov sich selbst getötet hat, um sich der Verantwortung zur Ausführung dieser Befehle zu entziehen. Anweisung 01 muss streng befolgt werden. Die Funkstelle muss eingehalten werden. Der Krieg ist noch nicht zu Ende und wir sind Soldaten. Selbst wenn wir diese verräterischen Befehle ausführen, hätten wir nicht genug Männer und Transportmöglichkeiten, um diese Reise über 1000 Kilometer zu bewältigen. Oberleutnant R.V. Novikov, ehemaliger Kommandant der Satellitenkommunikationszentrale Caspian 1. Ein Abschiedsbrief. Haben wir noch was? Okay. Renn es weg. Was sagt mein Filterhaushalt eigentlich? Da müsste ich mich mal drum kümmern. Nicht gut. Okay. Brauche dringend bald mal wieder Filter. Das sieht gut aus.
bisschen Saft. Dann läuft der Hase wieder. Option! 1, 2, Test! Ich bin Samir. Ich hoffe, du kannst mich hören. Ja. Ich bin auch hier. Jule hat mich fast erschossen. Sie dachte, ich sei ein Feind. Achtung, Fehler im Rüstungssystem. Persönliche Ausrüstung bereithalten und auf Station bleiben. Weitere Anweisungen abwarten. Hast du das gehört, Artyom? Hab ich gehört, ja. Der ist mehr als tot. Gut, jetzt wären wir eigentlich, glaube ich, fast Adio. Unten. Ich versuche, die unteren Etagen zu öffnen. Also gut, wo war das Ding? Ah, da! Na bitte! Es kann springen! Das Lüftungssystem arbeitet. Anscheinend auch nicht. Sollte ich nämlich noch ein Foto finden? Sorry, es ist ja hell. Hier sehe ich auch ein bisschen was. So, Filter. Was brauche ich denn dafür? 10 und 30. Okay. Damit habe ich wieder ein bisschen Luft. Vorübergehend. Ja, hier geht's weiter. Folgt den Spinnen. Mich geheilt. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte auf cooles Ding eigentlich kaputt machen, aber die brauchen erstmal ewig, bis sie sich auf den Rücken drehen. Weil ich glaube, auf der Oberfläche sind die kaum verletzbar. Bis gar nicht. Also die erleiden halt wenig Schaden. Bin dabei. Ich suche und suche und suche. Bildanalyse. Nach Abschluss der Analyse der letzten Satellitenaufnahmen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass sich in den Becken radioaktiver Fallout angesammelt und sich auf dessen Grund ein Sediment bildet. Ein Einfluss auf das Ökosystem unterhalb des Damms besteht nicht, daher sind die Strahlungswerte in der Region relativ moderat.
Es ist jedoch offensichtlich, dass die Langzeitwirkung ganz vom Zustand der Schleuse abhängt. Aufgrund der inaktiven Schleusentore können wir sicher annehmen, dass das Tal noch Jahrzehnte sicher ist. Sollte jedoch das Wasser durchbrechen, wird es tausende Tonnen radioaktiven Sediments mit sich führen und das Tal schlimmer verschmutzen, als es andere Gebiete schon sind. 12. Februar 2018. Also ist schon ein bisschen her, wenn das Spiel hier 2035 spielt. Nicht mehr allzu lang, dann kommen wir auch in diese Zeit. Und natürlich geht das Licht aus. Ah, wunderbar. Hatte da eine Idee. Ach du Scheiße, das auch noch. Das ist ein guter Molotow-Cocktail, der hilft bestimmt. So, wie war das? Tab und dann R, ne? Nice. Brennbare bzw. Munition, die Gegner verbrennt. Ich denke mal, das ist bei den Spinnen äußerst praktisch. Hier noch irgendwas? Ach, da kamen die durch, ne? So creepy einfach nur. War ja. Bin ich denn für ein Badass? Ich brenne die Motherfucker einfach down. Kennt mich mal. Ich will noch warten, bis die fertig geknuspert sind. Weil ich habe keine Lust, Schaden zu erleiden. Licht. Äußerst spannend. Kann in einem Lüftungsschacht nicht springen. Oder irgendwie drüber klettern. Das funktioniert nicht. Ach, das so, das ist. Ah. Da geht's lang. So, wieder wären. Alter, ist sie viel gelagert. Und wann sollte ich suchen? Ah, hier. 2010 bis 2019. Das könnte richtig sein. Was ist das da? Ein Flugzeug. Oh. Wir haben die Karten.
Sollten wir für sie nicht aber auch noch ein Bild suchen? Wo finde ich das denn? Wird mir hier auf der Map gar nicht angezeigt, ne? Ich musste mal gerade in die Steuerung reingucken, wie ich denn die umdrehen kann. Da steht doch auch immer drauf, was ich tun muss. Steuerung. Verschiedenes. Inventar, Atemschutzmaske, Rucksack, Filter, Licht, Feuerzeug, Journal. Nachtsicht N. Aber nur, ich glaube, nur wenn wir Nachtsicht Scope haben oder Nachtsicht Gerät, oder? Bei Nachtsicht, wie sollen wir das machen? Fernglas B, Zeit. Mit Z können wir uns die Zeit anzeigen lassen. Verrückt. Hätte ich nicht gedacht. Feuerzeug, ja, Journal. Medipack, Nachtsicht, Fernglas. Zeit. Waffen. Oh. Wegstecken, Waffeninventar, okay. Bewegen. Rennen, sprinten. Ach, ich kann auch... Ah, mit der mittleren Maustaste kann ich auch dafür sorgen, dass ich dauerhaft renne. Sprint an, aus. Aus 4. So bewege ich mich schneller. So bewege ich mich normal, oder? Ist irgendwie ein Unterschied? Ich merke da gerade keinen Unterschied. Er läuft schon schneller, ja. Okay, Foto sollte ich noch suchen. Ob das hier ist vielleicht? Bin mir nicht sicher, woran ich das erkenne. Also hier das Ding umdrehen, wie gesagt, weiß ich nicht mehr, wie das geht. Sollte aber auch nicht zu lange verweilen, weil meine Filter gehen langsam aus. Ich gucke, ob ich es finde, aber... ich sehe jetzt hier nichts. Vielleicht finde ich es noch auf dem Rückweg oder so. Irgendwie hier drin vielleicht? Oder hier vielleicht? Das ist ein Nachtsichtgerät. Und gerade hatten wir es von Nachtsicht. Mit F gerne, um das Nachtsichtgerät auf- oder abzusetzen. Ja, ich hab's jetzt an, oder was? Praktisch. Jawohl, ja. Wer sagt's denn? Wir haben endlich die Daten über die größten Ballungszentren. Und nun wird klar, dass unsere Hoffnung eines zu finden, das vom Angriff verschont geblieben ist, ausgeschlossen ist. Die Kommissar hat das Opfer besonders gut getroffen. Die neuen Daten bestätigen, dass es auf wirkungsvolle Auswirkungen sollte. Nur lokalisiert könnte es minimal heftiger in den Straßen wo. Schönes Bild. Seniorforscherin Katimova, bitte bringen Sie das Kind raus. Dies ist immerhin eine Besprechung. Okay, haben wir noch was? Letzte Befehle. 12. Januar 2018. Unser letzter Kontakt mit dem Hauptquartier ist 5 Jahre her. Seit 5 Jahren führen wir Ihren letzten Befehl aus. Für Funkstille sorgen und weitere Anweisungen abwarten. Die Rationen sind auf das kleinste Minimum beschränkt worden, aber kommenden Sommer werden wir trotzdem nichts mehr haben. Die Leute sind am Rande der Erschöpfung.
Erhöhte seismische Aktivitäten haben die Struktur der Einrichtung beschädigt. Es rennt die Zeit davon. Die Umgebung draußen zerfällt rasant. Die Satellitenbeobachtungen bestätigen, dass die Strahlungswerte höher sind als in allen vorhergesagten Szenarien. Jene Bereiche auf der nördlichen Halbkugel, die nach wie vor halbwegs sauber sind, lassen sich in einer Hand abzählen. Der Bereich, der uns am nächsten liegt, ist mehr als 1000 Kilometer entfernt. Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Lage kann ich die Verantwortung für das Leben des Personals nicht mehr übernehmen. Meine Befehle sind: Erstens, ignorieren Sie Anweisung 01, kontaktieren Sie die Regierungseinrichtung in Yamatau und verlangen Sie weitere Anweisungen, die aktuelle Lage betreffend. Zweitens, sollten solche Anweisungen nicht innerhalb von 3 Tagen erhalten werden, dann verlassen Sie die Kommunikationszentrale und begeben Sie sich zur nächsten sauberen Zone. Ich habe keine Ahnung, wie wir in unserem aktuellen Zustand die 1000 Kilometer zurücklegen sollen. Dorthin zu gehen ist trotzdem der einzige Weg, das Überleben des Personals sicherzustellen. Betrachten Sie dies als meine förmliche Rücktrittserklärung, Oberst M.S. Marco, ehemaliger Kommandant der Satellitenkommunikationszentrale Caspian 1. Habe ich dann, wenn ich F drücke, trotzdem Licht? Oder gilt das, oder ist das nur für das Nachtsichtgerät irgendwie? Aber wo ist das Bild? Sie hat doch irgendwas von einem Bild erzählt, oder? Nachricht habe ich jetzt abgehört, aber es hieß, ja, zeig uns das Bild draußen. Aber mit draußen ist nicht hier gemeint, oder? Vielleicht finde ich es noch. Hier erstmal. Hier komme ich her. Überall. Hör sie. Netter Effekt, wie das noch so klirrt, wenn es die Gegner trifft, weil es jetzt springt. Diese Flüssigkeit, also das Zeug da. Kill it with fire. Ich höre sie immer noch. Es klingt, als wären sie überall. Mann, es tut mir voll leid. Ich würde gerne das Bild noch finden. Das ist halt so scheißen duster. Mir geht langsam die Luft aus. Beziehungsweise die Filter. Ein bisschen was habe ich noch, klar, aber ungefährlicher wird es hier deswegen nicht. Okay, dann muss ich mich leider beeilen. Tut's mir leid wegen dem Bild.
reicht nicht. Wir stehen bald im Dunkeln. Ach, Scheitan! Artyom, Gyul, schnell weg von hier. Solange das Licht an ist, greifen Sie uns nicht an. Los, los, los! End, ihr Narren! Töte sie alle. Tja, wir haben die Karten. Jetzt müssen wir sie zum Oberst bringen. Übrigens habe ich deinen Wagen mitgebracht. Der steht am Dock. Fucking nett von dir. Im Bunker noch funktioniert. Allerdings. Meine Mutter sagte mir, dass sie ihn und viele andere Sachen oft reparieren mussten. Ihr habt Glück. Die meisten Munalbeiler sind auf einem Raubzug. Wenn sie hier wären, wärt ihr bereits tot. Aber jetzt haben wir die Chance, etwas zu ändern. Munalbeiler. Heißt in etwa so viel wie ölreiche Leute. Ölbohrer, nehme ich an. Hör zu, ich sage dir, wohin du gehen musst. Wenn du draußen bist, dann geh rechts. Die Straße hat früher zum Hafen geführt. Anna müsste dort irgendwo sein. Melde dich bei ihr. Sie hat vermutlich etwas Interessantes gefunden. Also, bis dann, Artyom. Viel Glück. Danke. Ja, dann wollen wir mal. Sag mal, Gyul, wie ist dieser. Ah, hier wird gerade gespeichert. Das ist ein perfekter Zeitpunkt, denn an dieser Stelle machen wir erstmal Schluss für heute und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei Metro Exodus. In der nächsten Folge geht es weiter hier durch die Nacht zu Anna. Wir haben jetzt die Karte bekommen mit den Daten über die. Ich glaube, Bombenanschläge, war es so? Auf jeden Fall ist diese Karte extrem wichtig für unser weiteres Vorankommen und ja, gucken wir mal, was wir noch so erfahren werden. Dann macht es gut und bis zum nächsten Mal bei Metro Exodus.